Wenn wir wollen, dass die Interessen von jungen Menschen im nächsten Landtag nicht unterrepräsentiert werden, dann brauchen sie im nächsten Landtag eine starke grüne Stimme. Und ob sie eine starke Stimme haben, darauf könnt ihr jetzt Einfluss nehmen. Ich bin Fabian Ehmann und ich will mich im nächsten Landtag mit dem Votum der Grünen Jugend für konsequenten Klimaschutz, eine erfolgreiche Jugendbeteiligung und ein 365-Euro-Ticket einsetzen. Während meines Studiums der erneuerbaren Energien habe ich festgestellt, dass die Weichen für konsequenten Klimaschutz in der Politik gestellt werden. Daher trat ich 2014 den Grünen bei. Und wer meine Bewerbung gelesen hat, weiß, dass ich mich schnell bei der Grünen Jugend engagiert habe und diese seit 2016 im erweiterten Landesvorstand vertrete. Grüne Politik ist notwendiger denn je, denn wir machen den Unterschied, wenn es zum Beispiel um Klimaschutz und die Verkehrswende geht. Das haben wir alle im letzten Jahr bei den Wahlen gesehen. Die Wählerinnen und Wähler wollen eine klare Haltung beim Klimaschutz. Sie wünschen sich einen klaren Kompass bei der Verkehrswende. Und das gilt ganz besonders für die jungen Erstwählerinnen. Hier sind wir bei der Europa- und Kommunalwahl klar stärkste Kraft geworden. Und das mit weitem Abstand vor SPD und CDU. Und deshalb ist es auch so wichtig, dass die grüne Jugend die Interessen der jungen Generation im nächsten Landtag vertritt. Seit vergangenem Dezember habe ich dazu das Votum der Grünen Jugend und mittlerweile haben wir über 650 Mitglieder in Rheinland-Pfalz, die mich und meine Kandidatur unterstützen. Während des Kommunalwahlkampfs sind wir als Grüne gewachsen und haben unsere zahlreichen Neumitglieder eingebunden. In keinem meiner vorherigen Wahlkämpfe habe ich eine solche Zukunftslust verspürt. Die Menschen haben uns angesehen, dass wir Rheinland-Pfalz grüner machen wollen. Genau dort möchte ich mit euch beim Landtagswahlkampf weitermachen. Die Menschen sollen sehen, dass wir Lust auf zukunftsfähige Politik haben. Die Menschen sollen sehen, dass wir Grüne unsere Lebensgrundlagen auch für alle kommenden Generationen erhalten wollen. Lasst uns zusammen um jede Zweitstimme kämpfen, denn Zweitstimme ist bei der Landtagswahl Klimastimme. Im Landtag möchte ich mich für drei Themenschwerpunkte einsetzen. Mein erstes Ziel ist eine erfolgreiche Jugendbeteiligung in Rheinland-Pfalz. Unser grünes Ziel ist es, allen Jugendlichen, unabhängig ihrer sozialen Herkunft und ihrer Bildung, die Teilhabe an Demokratie zu ermöglichen. Doch wir bekommen die Jugendbeteiligung nicht besser gemeckert, sondern nur besser gemacht. Deshalb will ich im Landtag die Rechte für Jugendbeteiligung in der Gemeindeordnung stärken und im ganzen Land institutionalisieren. Wenn wir kommunale Jugendbeteiligung mit dem Schulunterricht verknüpfen, können Jugendliche Demokratie praktisch erlernen und erleben. So sammeln sie positive Beteiligungserfahrungen. Denn jungen Menschen gesellschaftliche Teilhabe zu ermöglichen, ist der beste Weg, auch morgen engagierte, demokratiefähige und dem Gemeinwohl verpflichtete Bürgerinnen und Bürger zu haben. Es ist jetzt an der Zeit, das Wahlalter zu senken. Die Perspektiven meiner Generation sind in den Parlamenten unterrepräsentiert. Aber selten waren Jugendliche politisch so organisiert und aktiv wie heute. Fridays for Future und Black Lives Matter halten unserer Gesellschaft den Spiegel vor und werden nicht müde, politische Versäumnisse aufzuzeigen. Und an die CDU: Es ist längst wissenschaftlich erwiesen, dass Minderjährige sich genauso gut politische Urteile bilden können wie Volljährige. Daher ist es jetzt überfällig, den politischen Einfluss der Jugend auch in ein formelles Wahlrecht zu überführen. Lasst uns endlich im nächsten Landtag das Wahlalter senken! Mein zweiter Themenschwerpunkt ist ein attraktives Mobilitätsangebot für junge Menschen. Ich will für ein 365-Euro-Ticket streiten. Wir müssen über die einzelnen und überteuerten Verbundtickets für Schülerinnen und Auszubildende wegkommen. Diese sind für viele Familien eine hohe Belastung. Hessen zeigt uns, dass das landesweite 365-Euro-Ticket ein Erfolgsmodell ist. In Hessen zeigt uns auch, wo der Unterschied zwischen einem grünen und einem gelben Verkehrsminister liegt. Wer automatisch ein Ticket für das ganze Bundesland besitzt, nimmt auch in der Freizeit Bus und Bahn und ist ökologisch unterwegs. Daher will ich im nächsten Landtag für euch kämpfen, dass auch wir in Rheinland-Pfalz sagen können: Ein Ticket, ein Land, ein Euro am Tag für Bus und Bahn.
Mein dritter Schwerpunkt ist konsequenter Klimaschutz und mehr Tempo bei der Energiewende. Wir brauchen dringend mehr Investitionen in den kommunalen Klimaschutz. In der Klimakrise kann es nicht sein, dass die ADD unseren Kommunen Mittel für Grünflächen, Bäume oder die Verkehrswende streicht. Wir Menschen können uns wirklich nicht mehr leisten, die Klimakrise nicht als Krise zu behandeln. Klimaschutz muss endlich kommunale Pflichtaufgabe werden. Und ja, manche Leute da draußen mögen unsere Klimapolitik als radikal ansehen. Aber wenn eine Solarpflicht bei Neubauten, eine Verdopplung der Windenergie und eine Verdreifachung der Solarenergie in den nächsten 10 Jahren radikale Politik ist, wie sieht dann realistische Politik aus? Wir können doch nicht weitermachen wie bisher und warten, bis wir mit trockenen Füßen durch den Rhein, die Mosel und die Nahe laufen können. Das kann doch nicht der Sinn von Politik sein. Klimaschutz ist die Bedingung dafür, dass wir auch in 20, 30, 40 Jahren hier noch eine akzeptable Lebensqualität vorfinden. Doch dafür muss Klimaschutz in Rheinland-Pfalz gelebt werden. Und aktuell leben ihn nur wir Grüne. Ich bin Fabian Ehmann und 27 Jahre alt. Von 2012 bis 2016 habe ich meinen Bachelor in erneuerbaren Energien am Umweltcampus, gar nicht weit weg von hier in Birkenfeld, gemacht. 2019 habe ich mit dem Master in Energiewirtschaft an der Hochschule in Darmstadt abgeschlossen. Und seit Juli arbeite ich als Projektentwickler in der Windenergie. Die gesamte grüne Jugend und ich sind hochmotiviert für den Wahlkampf. Gemeinsam mit euch wollen wir mit einem innovativen Jugendwahlkampf für ein sehr starkes Ergebnis bei den jungen Erstwählerinnen sorgen. Wir wollen dafür streiten, dass die Fridays for Future Generation mit mir eine starke Stimme im nächsten Landtag hat. Im nächsten Landtag will ich mich für eure Themen und meine Themen so einsetzen, wie ihr mich kennt. Entschlossen, verlässlich, teamorientiert und ehrgeizig. Deshalb freue ich mich um eure Unterstützung jetzt bei Listenplatz 8. Vielen, vielen Dank.